Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Willkommen zurück im Jahr 1478 und wir müssen konstatieren, dass sich unsere Hoffnungen auf eine glückliche Erbschaft von Burgund ziemlich zerschlagen haben, denn der Herzog ist gestorben offensichtlich und seine Nachfolgerin, die berühmte Marie de Bourgogne, die denkt scheinbar nicht daran, irgendwie abzudanken oder sich jemanden an den Hals zu werfen, sondern die will selbstständig bleiben. Würde ich an ihrer Stelle auch tun, immerhin ist Burgund doch relativ groß und mächtig. Das führt aber dazu, dass ich denke, wir die Geduld verlieren, jetzt nicht nochmal 40 Jahre warten auf eine weitere Erbschaft. Nein, jetzt müssen wir langsam mal handeln, denn eigentlich ist Burgund ein Ärgernis. Halt, das wollte ich euch zeigen. Denn Burgund besitzt wahnsinnig viel, ja, Grafschaften, Besitztümer im Reich, hat selbst aber keine Hauptstadt im Reich. Und das wird zunehmend für uns zum Ärgernis und zum Problem. Insofern ist für mich jetzt mehr oder minder die Entscheidung gefallen, dass nachdem wir unsere Angelegenheiten hier geklärt haben mit Konstanz und Bregenz, wir uns gegen Burgund wenden. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern, weil wir natürlich unser Bündnis brechen müssen. Das führt zu Waffenstillstand und so weiter. Wir können aber schon mal kurz darüber reden, was dann das Kriegsziel sein könnte. Hier finde ich es wiederum wirklich gut, wenn Savoyen hier an unserer Seite kämpft, weil... Ah, ich habe nochmal historisch geschaut. Also, wir haben hier tatsächlich auch Besitztümer, die wir nach Hausregel legitim tatsächlich selbst besetzen können. Und zwar ist das einmal... die Franche, also die klassische Freigrafschaft Burgund, das ist die Franche-Comté und ich denke, Salins kann man da auch noch mit dazu zählen, diese beiden Provinzen. Das würden wir auf jeden Fall direkt übernehmen. Und dann haben wir natürlich noch die schweizerischen Gebiete und hier kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir zumindest einen Teil an Savoyen geben, vielleicht einen Teil auch... Ja, zurück an die Schweiz. Die Schweiz existiert als Einprovinzler. Gibt es hier noch was? Nee. Savoyen hat auch Ansprüche darauf. Ja, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir alles an Savoyen geben. Immerhin unser Partner, der hier eine wichtige Rolle spielen wird. Dadurch blocken wir auch Mailand hier ab. Ja, ist, glaube ich, eine Möglichkeit. Also das nehmen wir, das nimmt Savoyen. Wir werden vermutlich in einem Krieg hier nicht alles bekommen, aber natürlich wäre es dann noch das Ziel, dass wir diese Personalunion beenden, die sie haben mit Brabant, Holland und Flandern. Wenn die unabhängig sind, gelten sie wieder als quasi Teil des Reiches. Warum klicke ich immer hier rauf? Hier will ich raufklicken. Ja, das wäre also auch eine sehr effiziente Möglichkeit, hier viel Reichsgebiet zurückzuholen. Wobei Flandern gilt offiziell nicht als Reichsteil. Insofern wäre Brabant und Holland noch wichtiger. Wir könnten theoretisch aber auch erwägen, hier selbst Eroberungen später mal zu machen. Denn man kann durchaus sagen, alles was hier als Reichsgebiet beschrieben ist, plus Flandern, war zeitweise in habsburgischem Besitz und bei Verdun allerdings wäre ich mir nicht so sicher, da würde ich sagen, nein. Und das wäre laut Hausregel legitim. Also das ist hier ein bisschen interessant. Klar ist, wenn Burgund natürlich jetzt schwächer wird und nicht mehr mit uns verbündet ist, dann wird sich natürlich Frankreich auch hier was schnappen. Also das ist natürlich in der Konsequenz damit verbunden. Okay, das war jetzt ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal diese Geschichte hier beenden. Und es gibt noch eine andere Sache. Ah, darüber rede ich später. Wir wollen jetzt mal nicht so viel theoretisieren. Okay, aber das Gegenteil von theoretisieren ist Kanonen bauen. Das können wir jetzt und das machen wir jetzt auch. Und ich denke, wir fangen mal mit bescheidenen 4 an, damit unsere Belagerung vielleicht in Zukunft zumindest ein bisschen besser laufen oder schneller laufen. Dann wollte ich ja die Stabilität eigentlich noch erhöhen, weil ich gerne immer auf Stabilität 2 bin mindestens. Das machen wir auch. Geben wir die administrativen Punkte aus. Und... ja, wir haben noch, na, obwohl Geld, nee, das behalten wir so ein bisschen als Kriegskasse. Mehr gibt es erstmal nicht zu tun. Wichtig ist, dass wir, wenn wir im Frieden sind, wechseln auf Burgund als Rivale. Ne? Und eigentlich müssten wir dann jetzt auch schon das Bündnis beenden. Das Problem ist, wir haben noch eine Staatsehe. Ich hätte gehofft, dass die auch mit aufgelöst wird, ist aber nicht der Fall. Familienbande auflösen kostet uns Prestige und Stabilität. Ist aber, ach, verdammt, jetzt habe ich die Stabilität gerade erhöht. Das wäre, glaube ich, billiger gewesen, wenn wir erst aufgelöst hätten. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Na, lösen wir erstmal das Bündnis auf. Vielleicht
kontrollieren wir ja demnächst mal den Papst und können unsere Ehe selbst beenden. Aber ich glaube, die Chancen stehen nicht gut, wenn ich mir jetzt mal kurz angucke, was hier Phase ist. 2,7%. Wahrlich nicht gut. Ich meinte, wir könnten natürlich auch versuchen, einfach mehr Papsteinfluss zu generieren. Wer ist denn, wie alt ist denn der Papst hier gerade? Xystus 68. Das wäre jetzt irgendwie eigentlich mal eine ganz coole Aktion, wenn wir den Papst kontrollieren könnten. Im Moment können wir diese Wucheraktion eh nicht machen. Das andere ist für uns nicht so relevant, wie ich finde. Rekrutenreserve brauchen wir nicht. Diplomatische Reputation ist schon nicht schlecht. Im Moment auch nicht nötig. Wisst ihr was? Wir investieren mal ein bisschen. Damit erhöhen wir unsere Chancen auf 5%, 7%, 10%. 10% ist auch nicht wahrlich viel, aber okay. Naja, das ist eine sehr vage Hoffnung, die mich da eben getrieben hat. Nicht besonders rational, ich gebe es zu. Okay, jetzt aber weiter. Weiter mit unseren Belagerungen. Der Feind hat uns hier nichts entgegenzusetzen. Ich werde dennoch versuchen, erst einmal Separatfrieden zu schließen. Das ist das Ziel. Konstanz kapituliert schon. Damit haben wir das Kriegsziel quasi schon in der Tasche. Aber wie gesagt, erst einmal Separatfrieden. Da haben wir die Belagerung von Augsburg. Okay, dann starten wir hier mit einem Frieden. Wir wollen nichts von Augsburg. Vasalisieren wollen wir sie jetzt auch nicht. Das wollen wir ja gerade mit Konstanz machen. Ja, haben wir mit Augsburg noch irgendwas zu schaffen? Später mal. Ansonsten würde ich sagen, die Bündnisse sind uns ziemlich egal. Ansonsten würde ich sagen, Kriegsreparationen, Handelseinfluss übertragen, das war's. Und Geld, was geht. 50 Gold ist doch eine feine Sache. Okay, das war dieser Separatfrieden. Dann warten wir noch auf die drei Bünde. Wer hat hier eine lockere Zunge? Gelder, ein Angriff auf Münster. Ja, interessiert uns im Moment eher begrenzt. Wir ziehen mal zurück nach Wien mit einem großen Umweg. Belagern hier aber weiter. Level 2 Künstler. Ich meinte, mit dem Anführer wären wir hier noch schneller, aber wir sind ja hier bald durch. Brauchen jetzt keine Sperenzchen machen. Er ist da, okay. Beziehungsverbesserung, stimmt, wir haben wieder freie Diplomaten, da müssen wir was tun. Der kann auch abberufen werden, das heißt, wir können zwei gleich besetzen. Und ich würde sagen, wir schicken einen mal nach Mainz. Und einen weiteren nach Savoyen, da können wir auch mal wieder ein bisschen was tun. Und der kann eigentlich dort auch weg. Den benötigen wir nicht mehr. Aber warum kann ich ihn nicht wegholen? Doch, kann ich natürlich. Gut, der kommt jetzt auch heim. 35%. Die Kanonen kommen, aber die Armee, die ist schon weg. Na toll. Du kannst direkt mal trotz Krieg weiter drillen. Dann bringen wir die drei Kanonen oder Kanonenregimente dann auch gleich mal dorthin. Da sollen sie nämlich hin. Und Chur ist gewonnen. Prima. Das heißt, auch wenn man es nicht richtig sieht, auch hier können wir den Separatfrieden verhandeln. Und ich denke, hier machen wir dasselbe. Wir könnten irgendwie Kernprovinz zurückgeben, das wollen wir nicht. Gibt es hier irgendwelche Verträge, die relevant sind für uns? Bündnis mit Savoyen, das ist auch in Ordnung. Das kann alles so bleiben. Also, nö. Dann auch hier das, was wir immer tun. Gut. So, jetzt müssen wir aber aufpassen. Jetzt können wir nämlich hier den Gesamtfrieden schließen. Und da wollen wir natürlich was anderes erreichen. Denn wir wollen vasalisieren. Geht nicht. Okay. Warum geht das nicht? Natürlich geht das. Hier geht es natürlich. Mehr können wir dann auch nicht machen, außer nochmal Geld verlangen. Und dann haben wir hier unser Kriegsziel erreicht. So, hervorragend. Und jetzt
ein wichtiger Moment. Wir haben jetzt zwei Vasallen. Ja, und das, darum ging es ja jetzt. Jetzt schicken wir die erstmal zurück. Bringen wir sie wohin? 22, 20. Ich glaube, hier unten haben wir komischerweise eine hohe Versorgung. Warum auch immer. Die 10.000 kommen auch dahin. Aber jetzt das Eigentliche. Ich bin mal gespannt, ob ich mal wieder irgendwas übersehen habe oder ob das jetzt geht. Beim Adel. Da haben wir jetzt einen Platz frei. Und jetzt wird es interessant. Jetzt wollen wir nämlich Folgendes. Hier. Stärkung der Herzogtümer. Einfluss des Adels erhöht sich. Maximaler Absolutismus ändert sich. Das ist aber für uns jetzt noch egal. Und wir bekommen jetzt plus zwei diplomatische Beziehungen. Sehr schön. Und reduziertes Freiheitsstreben der Untertanen. Das ist auch gut. Dieses Privileg werden wir jetzt herausgeben. Damit, oh, das ist toll, Leute. Das ist toll. Damit haben wir jetzt acht mögliche diplomatische Beziehungen. Und es ist wohl so, dass man jedoch mindestens einen Vasallen besitzen muss, damit dieses Privileg aktiv bleibt. Wir müssen aber nicht zwei Vasallen besitzen. Das heißt, jetzt sind wir endlich in der Lage, Bregenz hier zu integrieren. Wir brauchen, glaube ich, aber noch hier noch eine bessere Beziehung. Sehen wir gleich noch. Okay, Reputationsstaatsmann. Okay, annektieren. Genau, wir brauchen jetzt bessere Beziehungen. Die kriegen wir aber locker, würde ich mal sagen. Ja, kein Problem. Wenn wir da auf über 190 sind, können wir die Annexion beginnen. Und weil das nur ein Provinzler ist, sollte das auch relativ schnell funktionieren. Dann haben wir wiederum einen weiteren Platz frei. Wahnsinn. Aber wir dürfen nicht vergessen, einer dieser Plätze ist nur zeitweise. Das ist nochmal wichtig. Okay, wir sind im Frieden. Das wollte ich nutzen. Oh, was ist hier los? Ihr könnt in Kriege zwischen anderen Großmächten eingreifen. Wir könnten hier eingreifen, aber wir werden Teufel tun, das jetzt zu tun. Wobei, Florenz jetzt einen über die Mütze zu geben, wäre eigentlich auch eine ganz coole Sache. Bloß, ich bin mir gar nicht so sicher, wenn wir jetzt uns anschließen, glaube ich, sind wir ja nicht Kriegsführer, ne? Da bin ich mir bei der Mechanik nicht ganz sicher. Ich glaube, Kastilien bleibt Kriegsführer und dann können wir, glaube ich, nicht einfach so mit einem anderen Nebenland einen Separatfrieden machen. Das geht, glaube ich, nicht. Insofern machen wir das nicht. Gut, okay. So, irgendwas wollte ich gerade tun. Ich weiß nicht mehr was. Ah ja. Ich wollte... Genau. Das haben wir. Genau, da warten wir ab auf die 190. Alles klar, soweit. Ja, jetzt könnte ich aber mal das ausführen, was ich vorhin noch nicht gesagt habe. Nämlich, was wir machen, bis die Sache mit Burgund geklärt ist. Was ist das hier? Bündnisangebot aus Burgund. Ja, nee, tut mir leid. Dass die Ahnen noch nichts von unserem Vorhaben. Ja, also, wie wollen wir die Zwischenzeit verbringen? Und genau, es ging darum, dass wir jetzt eine Beziehung offen haben. Wir können natürlich uns an eine Großmacht ranwerfen. Oh, und jetzt weiß ich noch, was ich machen wollte. Ich wollte Kastilien rausnehmen und Burgund reinnehmen. Genau, das war jetzt der wichtige Punkt. So. Alles klar. Und dann, finde ich, könnten wir Burgund auch direkt mal beleidigen. Burgund hat Dänemark, Frankreich und England. Aber Kastilien ist auch mit dabei. Das heißt, wenn wir sie richtig verspotten, freuen die Kastilier sich. Machen wir das mal. Ich glaube nicht, dass sie uns angreifen. Spöttische Beleidigung. Oh, seht nur, dort drüben ist etwas lieblicher Schmutz. Zack. Ganz knallharter Seitenwechsel. Jetzt müssen sie es auch kapiert haben. So, gut. Ja, was könnten wir noch machen? Also, wir haben mindestens einen Beziehungsplatz frei. Und ich finde, eine sehr schöne Sache ist, wenn wir tatsächlich einen weiteren Vasallen uns erobern, dafür perspektivisch aber Konstanz auch integrieren und annektieren, sodass wir eine durchgehende Landverbindung haben. Über Breisgau
nach Sundgau. Das scheint mir richtig zu sein und ist auch nach der Hausregel legitim. Und jetzt stellt sich die Frage, was wäre denn ein cooler Vasall? Ein guter Vasall. Und ich finde, einer springt mir da sofort ins Auge und das würde eine schöne Demütigung eines historischen Erzfeindes sein, nämlich Venedig. Venedig vasalisieren scheint mir eine ganz gute Sache zu sein. Wir würden von deren Handelseinfluss profitieren. Außerdem würden wir ein bisschen schon mal was abblocken, was die Osmanen noch erobern könnten. Ja, überhaupt. Ich meinte, Kreta gehört auch zu Venedig. Ich finde das eine ganz gute Idee jetzt als Österreich. Ein idealer Vasall direkt in der Nachbarschaft. Okay. Polen annektiert Danzig. Salzburg überträgt keine Handelsmacht. Danzig war das Reichsteil? Ich glaube nicht, ne? Doch, war's. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Aber da können wir im Moment nichts gegen tun. Staatsehe aus Stettin. Was wollen die denn jetzt? Stimmt, Stettin war ja eigenständig. Aber das kommt ja nun gar nicht in Frage. Ja, die Frage ist, wann würden wir diese Aktion mit Venedig durchziehen? Also wir hätten sogar Kriegsgründe, sehe ich gerade. Spalat und Zerrat, ob das ist für uns? Tatsächlich. Wir haben darauf sogar einen Anspruch. Ja, das könnten wir nutzen für die Vasalisierung. Wie sähe es aus? Also, Johanniter und Genua trennt Bosnien. 27.000, 137.000 Manpower. Auf unserer Seite würde Savoyen mitkämpfen. Werden wir, glaube ich, aber nicht mit reinziehen. Ungarn und Böhmen dürfte eigentlich reichen, um das klarzumachen. Johanniterorden ist weit weg. Genua würden wir über Umwege erreichen. Ja, wir haben ja Zugang durchs Reichs, kein Problem. Trent ist auch kein Problem. Bosnien ist auch kein Problem. Also ich denke, das ist eine sichere Nummer. Da sollte nicht viel schief gehen, meines Erachtens. Wie sind denn die Truppen so verteilt? Venedig selbst hat 12.000. Plus 12.000 Kavallerie, 24.000. Okay. Ja, aber wenn wir uns in Treviso hinstellen, falls die hier komplett stehen, weiß ich gar nicht, wo die sich befinden, dann haben sie, glaube ich, keine Chance. Selbst wenn wir nur eine 24.000 Armee haben. Also das scheinen mir ganz gute Bedingungen zu sein für diesen Plan. Die 2.000, die gehören unten noch hin. Ja, die Frage ist, wie lange warten wir? Wann setzen wir das Ganze um? Kastilien hat sich jetzt zum Verteidiger des katholischen Glaubens aufgeschwungen und es sieht so aus, als ob sie gegen Frankreich sehr gut dastehen, ja. Interessant. Au! Verdammt! Nein! Okay, aber wir haben Gott sei Dank Nachfolger. Maximilian wurde auch gewählt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, Leute. Aber Gott sei Dank habe ich Beziehung verbessert. Das ist ja was. Der war doch noch jung. Was ist hier los? Der Kaiser ist tot. Was ist passiert? Irgendwo sieht man doch, was passiert ist, oder? Mann. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Also, Maximilian der Erste ist jetzt Kaiser von Österreich. So, das ist jetzt erstmal gut. Lang lebe der Kaiser. Die Kurfürsten sprechen uns weiter ihr Vertrauen aus. Die Kaiserkrone bleibt in Österreich. Na, Gott sei Dank. 10 Reichsautorität. Der neue Kaiser wird in Dithmarschen gekrönt. Sehr schön. Sehr gut. Exzellent. Hervorragend in der neuen Reichsstadt, die uns besonders zu Dank verpflichtet ist. So. Unser alter Monarch hat beschlossen, etwas zu früh zu sterben. Was soll das denn bitte heißen? Wie ist der gestorben? Na gut. Barbara übernimmt jetzt die Führung. Okay. Barbara di Savoia. Maximilian ist 2. Sie ist aber wirklich sehr talentiert. Insofern profitieren wir jetzt von ihrem Geschick.
Das ist also nicht von Nachteil. Schaut euch das mal an von den Punkten her. Tja, gut, Stabilitätseinbruch. Nicht gut. Und ist zufällig jetzt mal diese blöde Staatsehe aufgelöst? Ich glaube ja, ne? Ja, hervorragend. Damit sind wir Burgund auch los. Das ist doch gut, dass wir gewartet haben. Perfekto. Sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt ist die Frage, zieht Barbara das weiter durch, was wir jetzt eben gerade geplant haben? Und wie sieht es jetzt aus mit unseren Untertanen? Gibt es da Probleme? Konstanz minus 97. Ah ja, wartet mal, da müssen wir natürlich auch was machen. Da müssen wir auch Beziehungen verbessern. Wir haben so viel zu tun hier. Bregenz sind wir bei 180, da müssen wir weitermachen. Savoyen. Ach komm, wir schicken mal jetzt zwischenzeitlich jemanden nach Konstanz. Gut, dass wir so viele Diplomaten haben. Wir brauchen sie, wie ihr seht. Staatsehe aus Ruppin. Was kommen denn jetzt? Na, wahrscheinlich, weil ich Beziehungen offen habe. Klar, kriegen wir jetzt die Anfragen. Das ist nachvollziehbar. So, Leute. Nochmal ein bisschen hin und her überlegen. Gibt es irgendwas, was jetzt gegen diesen Krieg spricht? Ja, erstmal, dass wir keinen Diplomaten frei haben. Der Kirchenstaat exkommuniziert Siena. Die wollen das doch wahrscheinlich nur selber erobern. So wie ich den Kirchenstaat kenne. Das ist allerdings schlecht. Jetzt haben wir einen Diplomaten frei. Den können wir abberufen. Ostfriesland möchte Militärzugang. Die sind mit Burgund verbündet. Machen wir nicht. So, wir können in den Frankreichkrieg eingreifen. Machen wir auch nicht. Was kämpft... Ach so, Kastilien gegen Frankreich kämpfen hier auf Reichsgebiet, na sowas. Also es gibt meines Erachtens jetzt keinen Grund zu zögern. Halt, Waffenruhe. Wo kommt jetzt die Waffenruhe her? War die schon... Hä? Bis 1482, ja, das ist ein Grund zu zögern, alles klar. Gut, hier läuft noch die Waffenruhe. Daran habe ich nicht gedacht, aber ist okay. Ist okay. Mai 1482. Wie lange haben wir Waffenruhe mit Burgund? Bis November 83. Ja, das ist doch eine ganz hübsche Abfolge. Ich rechne nicht mit großen Komplikationen. Gegen Venedig. Dann werden wir die erst vasalisieren. Dann den Krieg gegen Burgund durchziehen. Mal gucken, ob das so passt. Okay, das ist irgendwie so ein Separatfrieden, der uns jetzt nicht weiter interessiert. Wichtig ist hier, die 194. Annexion starten wir jetzt. Und zwar, das wird wie lange dauern? November 1480. Das ist in diesem Jahr noch abgeschlossen. Das ist ja wirklich wenig Aufwand, den wir betreiben müssen. So, was ist hier los? Padua annektiert Ferrara. Nicht Reichsgebiet. Oder andersrum. Ferrara annektiert Padua. Falsch gelesen. Ah, oh, schade. Breisgau ist nicht mehr Kardinalssitz. Das ist schade. Kirchenstaat bereitet einen Angriff auf Provence vor. Ernsthaft? Provence ist doch mit... Wartet mal, Provence ist nicht mit Frankreich verbündet. Davon war ich jetzt fest ausgegangen. Aha. Sie wollen sich Avignon vermutlich zurückholen. Interessant. So, den holen wir mal zurück. Ich will hier einmal ganz kurz gucken. Hätten wir eigentlich irgendwelche Gründe hier auch zu agieren? Reichsbann Eroberung von Verdun. Ja, das ist doch natürlich interessant. Achso, Reichsbahn ist... Sie halten Provinzen des Reiches. Okay. Provence, das ist interessant für uns. Bar. Wir können es nicht erobern. Aber wir können es zurückgeben... Und wenn das... Es ist aber nur Verdun, ne?
Wir könnten Verdun, also ich meine, das ist ja kein Problem. Bar kann ja auch Reichsmitglied sein. Das würden wir in gewisser Weise dann vor den Franzosen ja schützen. Eigentlich ist das für uns auch eine relevante Angelegenheit. Ich klicke hier schon wieder falsch. Gucken wir uns das nochmal an. Okay. Das Problem ist, was passiert, wenn wir beides an Bar zurückgeben? Wo bilden die dann ihre Hauptstadt? Das ist entscheidend. Wenn die außerhalb des Reiches ist, dann gehört das neue Bar auch nicht zum Reich. Das wollen wir ja nicht. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sieht oder ob man das erfährt, bevor man das Ganze freilässt. Hätte Savoyen auch irgendwelche Ambitionen in Bezug auf die Provence? Ja. Könnte man schon machen, ne? Eine faszinierende Idee eigentlich. Wir könnten Savoyen Land versprechen. 16.000, das wäre auch kein Problem, diesen Krieg zu führen. Oh Leute, die Optionen werden vielfältiger. Also, dann werden wir das jetzt tatsächlich so machen. Krieg 1, Provence. Um Verdun. Ja, wir müssen es dann so machen. Wir werden Verdun. Also, wenn wir nicht wissen, wo die Hauptstadt entsteht, werden wir nur Verdun. Ach, können wir das überhaupt? Können wir nur Verdun freilassen? Spannende Frage, ne? Also, wenn wir jetzt Bar komplett freilassen und die Hauptstadt ist in Barrois, dann haben wir echt die Arschkarte gezogen, entschuldigt. Naja, wie auch immer. Also, Verdun irgendwie mit ins Reich holen. Wir könnten sie auch erstmal selbst vielleicht annektieren. Ich weiß nicht, geht das? Nee, geht nicht. Wir haben keinen Anspruch. Okay. Und dann könnten wir Savoyen hier ein, zwei Provinzen geben. Das wäre auch eine gute Sache. Prima. Plan geschmiedet. Erstens Provence, zweitens Venedig, drittens Burgund. Die Pläne der nächsten Jahre. Mal schauen, ob das so aufgeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinball.